So, da sind wir wieder bei einer neuen Adventure-Map und wir spielen heute zusammen mit D-Lay LP, die Map von Leipack LP. D-Lay nimmt das Ganze auch auf, also klickt sofort auf seinem Kanal, abonniert ihn und liked alle seine Videos. Nein, natürlich nicht, aber... ja, doch, natürlich schon. Ja, ihr könnt es aber aus seiner Perspektive ansehen. Das sollte ebenso effektiv sein, wie alle seine Videos zu liken. Genau, ja. Auf jeden Fall. Das reicht auch. Wir spielen heute die Map von Leipack LP und die Map heißt The Sailor. Und wir sind zwei stramme Matrosen, stand nur da. Da dachte ich, die Map muss ich spielen. Stramm. Ich trinke erstmal einen Rum. Oh, zwei Bücher. Was willst du lesen? Ich will die Story. Du darfst die Regeln. Du darfst anfangen. Juhu. Hui. Okay, die Regeln. Regel Nummer 1, nicht auf Peaceful spielen. Zweitens, das übliche halt. Drittens, Kommandoblöcke aktivieren. Viel Spaß. Das war's. Kommandoblöcke aktivieren. So, jetzt haben wir auf jeden Fall auf Easy gestellt. Ich habe den Rum übrigens zugeworfen. Oh dann, ja. Damit kannst du dich schon mal beschäftigen. Während ich hier gerade mal, gucke, ob ich Command-Blocks anhabe. Ist die Regel überhaupt in den Server-Properties standardmäßig drin? Ich weiß es gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, cool, die Command-Block-Regel ist gar nicht standardmäßig in Server-Properties drin. Also eventuell muss ich kurz den Server noch mal neu starten. Beschäftige die Leute. Hallo. Server. Yeah. Muss man die denn überhaupt aktivieren? Das wusste ich gar nicht. Ja, muss man leider. Enable Command Block True. Okay. So heißt der Befehl. Ist gleich True. Speichern. Mhm. Okay, dann. Ich mache einfach mal hier auf dem. Wo ist denn der Server? Irgendwo hier müsste. Ah, da ist er. Oh, ist tot. Tot. Dann starte ich ihn wieder neu. Wer hätte es gedacht? Ich bin da. Achso. Ich auch. Okay, hi. Jetzt müssten wir nur irgendwie herausfinden, ob Command Blocks gehen. Na, wir werden es herausfinden. So, ja. Nochmal. Vorsichtshalber hier auf Easy stellen nochmal. Und jetzt haben wir alles, oder? Mhm. Habe ich die Story gelesen? Nee, ne? Nein. Ah, da steht's wieder. Story 1. Ihr seid zwei stramme Matrosen. Auf eurem Weg mit eurem Schiff gerätet ihr in einem Sturm. Der Hauptmast brach, das Schiff sank. Ihr konntet euch in den Lagerraum flüchten. Alle eure Freunde sind tot. Gute Aussichten. Ihr versucht nun zur Zivilisation zurückzukehren, schwimmt nach oben. Hast du deinen Rum getrunken? Ja, hab ich. Ich war brav. Gibt's hier noch mehr? Ja, ich nehme noch einen Rum mit. Bisschen Weg, Proviant. Ich trinke ihn, während ich nach oben schwimme. Okay, hier sind noch Schilder, die hast du gar nicht gelesen. Was? Schilder? Ich bin froh. Okay, was? Ihr solltet beide hier starten. Ist das nicht der Fall? Teleportiert euch bitte. Score, Bücher voller unnützem Wissen. Sind euer Score, also hebt sie auf oder so. Ja. Weißt, das Schild ist toll. Ihr solltet hier starten. Ist das nicht der Fall? Teleportiert euch hier hin bitte. Ja, das weiß man, wenn man woanders spawnt. Ja, eben. Warum ist hier Wolle? Okay. Keine Ahnung, weil ich jetzt nach oben schwimme und mir Luft hole beim Lagerraum. Kann ich irgendwo reinschwimmen? Ich kann hier rausschwimmen, okay. Will ich hier rausschwimmen? Es geht noch höher irgendwie. Ja, aber es sieht eher aus, als würde man... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir ertrinken. Oh mein Gott. Das war's mit der Map. Hier geht's raus. Ja. Soll ich hier raus? Ja. Wir sollen zur Zivilisation finden. Okay, jetzt müssen wir die ganze Map lang... Nein, andere Seite. Random andere Seite. Dorf suchen, oh. Man kann hier irgendwie hoch, glaube ich, oder? Na, wenn du meinst, dass du da hoch willst? Nein, will ich nicht. Aber da sind so Leitern, so komische. Nee, als ich die Map schon im Multiplayer geladen habe, bin ich hier am Anfang gespawnt. Deswegen weiß ich, dass das Dorf auf der Seite ist. Gott sei Dank. Ah. Vielleicht hier irgendwas unterm Steg was versteckt. Nee. Jetzt sind wir Landratten. Willkommen in Nangusa. Na okay. Das hört sich nach Afrika an. Altes, verlassenes Haus. Das ist kein Haus, das ist ein Keller. Es ist halt alt und verlassen, so sehen die Häuser dann aus. Oh, ich hab mich schon verbuggt, ich werde sterben. Ich lebe damit. Selbst nach meinem Tod verrottest du noch, steht hier. Und da ist eine purpurne Kopfbedeckung, die nehme ich gerne mal hin. Eine verstaubte Kettenhose, ein Skelettenkopf. Pfeil und Bogen. Abgegriffene Holzstummel mit Sharpness und so. Aber Tatsache entsprechend, ich komme hier nicht mehr raus. Hä?
Ja, wie denn? Wie soll ich denn hier rauskommen? Gut. Gut durchdacht, die Maps. Wahrscheinlich. Erstmal hier mein lila Hoodie aufsetzen. Er erwartet wahrscheinlich, dass man vorher daran denkt und dann irgendwie. Ja, man könnte das Schild ja gar nicht lesen, wenn man oben steht. Ja, stimmt. Ach, dann schlagen wir einfach einen Stein kaputt mit der puren Hand. Dauert nur ein paar Minuten. Die Minuten haben wir auf jeden Fall Zeit. Ich kletter schon mal wieder hoch. So. So. Da ist er schon wieder rausgeklettert. So. Willst du Wunderbar. irgendwas haben hier? So, Schwertkopf vielleicht? Setz den mal auf. Siehst du aus irgendwie wie die Sido dann, dank meinem Texture Pack. Oh Oh mein Gott, ja. es ist die Sido. Dilsido. Die Sido LP. Und hier ist das Haus der alten Dame. Oh Gott, Hilfe, Spam! Zombie, Delayed Zombie. Was? Was? Ich weiß es nicht. Zombie and Delay. Ach so, Zombie and Delay müssen wir weglassen und nur fremde Frau. Ah, okay. Okay, dann synchronisiere ich die. Ja gut, du solltest eigentlich die Oma synchronisieren, wenn ich Zombie rede. Ach, Zombie-Antwort. Okay, ich bin die fremde Frau. Hallo, Fremde, was tut ihr hier in meinem Dörfchen? Dich auslachen wegen der Stimme. So reden alte Damen, okay? Okay. Unser Boot ist gesunken, wir wollen zurück nach Hause. Na, dann könnt ihr sicher einige Sachen machen, um mir behilflich zu sein. Okay, was habt ihr zu tun? Ihr könnt zuerst in den Steinbruch gehen, meinen Mann sagen, dass das Essen fertig ist. Das will ich essen. Ich nehme, bedien dich einfach mal an den Steaks der Oma. Oh, hast du auch ein Steak genommen? Ernst? Ja. Also ein Steak, nicht ein Steak. Schlafgemächer, sollen wir jetzt schon. Oh, wir gucken uns erstmal weiter um, ne? Ich leg mich schlafen. Ich nicht. Okay, doch. Ich guck mich erst um. So ein paar Minuten baden. Ja. Was? Seid ihr gestrandet? Können Sie uns helfen? Ja, dann habt ihr doch sicherlich Zeit für mich, Aufgaben zu erledigen. Wir sind gerade voll fertig und halb tot. Ja. Ach was, ihr seid gerade gestrandet? Ja, dann sagt doch meinem Mann bitte, dass das Essen fertig ist. Aber ihr bekommt nichts. Zeit seit dem letzten Unglück 3 Stunden 34 Minuten. 12 Sekunden. Sehr gut. Ich sehe jetzt schon das Unglück auf mich zukommen. Hi. Ich nehme den langsamen und sicheren Weg. Okay, Sido. Ja. Sido ist immer sicher. Immer vorsichtig. Oh mein Gott, Untote. Und ich habe nur einen Bogen. Oh, wo hast du den Bogen? Ach so, der war in der Truhe. Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ach, wir schaffen es auch so. Ich habe noch den abgegriffenen Holzstummel mit Sharpness und Knockback und Fire Aspect. Vielleicht hilft der ja. Okay, vielleicht. So. Wenigstens ist es ausgeschildert, auch wenn es hier nur geradeaus geht. Einsturzgefahr. Guck, da ist ein Skeletti. Oh, ist das süß. Na gut, dann nicht. Creeper. Wie viele? Drei. Wir können sie gegeneinander aufhetzen. Ich kann hoffen, dass sie sterben. Guck. Ach Oh, ja. der eine hängt im Spinnnetz. Ha, Noob. Nop. Ah, aber die Game Rule ist da, dass nichts kaputt geht. Ach, hier sind noch ein paar Pfeile. Ich gebe dir mal den Bogen, ja? Okay. Kannst du wenigstens mit Pfeil und Bogen kämpfen? Danke. So. Wenn wir schon hier zu zweit unterwegs sind, sollten wir doch vielleicht Hier das ist bestimmt Zeug mitnehmen. irgendwas nicht. Doch, doch. Doch. Okay. Kopfschutz des Verstorbenen. Oh, und? Nimm ihn! Ach so, ich soll den nehmen. Geht er wieder weg. Ich hab doch schon meinen Sido-Kopf. Ja, jetzt musst du den anderen aufziehen. Tut mir leid. Oh. Oh, schöne Okay. Silberperücke. Danke. Und hier ist auch was. Ein Wirbelsäule. Ach komm, rechter Oberschenkelknochen, linker Oberschenkelknochen. Schau es dir mal an. Ganz genau benannt alles. Ja, drei Wirbelsäulen. Ich glaube, da stimmt was nicht. Drei Wirbelsäulenknochen, ja. Okay. So, was ist das hier? Keine Ahnung, einfach durchrennen. Oh Gott. Okay. Jetzt habe ich den ganzen Gravel aufgesammelt. Bisschen Kies für dich. Ist die Bezahlung, dass du mitmachst. Juhu. Hey, wirf dein Geld nicht aus der Brücke. Schotter. Uch, der ist, glaube ich, da runtergefallen. Achso, hups, hab schon wieder aktiviert. Jetzt stehen da zwei Menschen. Ich wollte alle runter. Hier, Text und so. Echt? Das Gott. fällt gar nicht auf. Nee.
Was? Warte, unvorsichtig sein ist der letzte Satz. Also schauen wir, wo unvorsichtig sein. Ah ja, alter Mann, was tut ihr hier? Da musst du anfangen. Was tut ihr hier, ihr widerspenstigen Kreaturen? Die reden so, okay? Noch einmal bekommt ihr mich nicht. Sag das nochmal, okay. Sie haben tiefer geschürft, als sie sollten. So etwas ist nicht, sowas war vorher zu sehen. Was? Achso. Die Lions haben wir. Was für Kreaturen, meinte er. Wir sollten auf dem Weg da vorne erforschen. Und vorsichtig sein. Wieso rede ich mit mir selber? Und wieso bin ich auf einmal mit einer 3 geschrieben? Zombie und Zombie. Sie haben tiefer geschifft, als sie sollten. Was für Kreaturen? Ach, keine Ahnung. Irgendwie ist da ein bisschen was durcheinander geraten. Warte, ich drück noch einmal. Okay. Nur einmal. Ja. Was tut ihr hier, die Widerspenstigen? Noch einmal bekommt ihr mich nicht. Und dann springt er da runter. Wii. Und dann. So Kreaturen meinte er. Ja, gut. Hat er sich jetzt umgebracht? Ja. Wir haben ihn verloren. Und hier ist das Buch UW. Frauen können ihren Ellbogen um ca. 6 Grad weiter überstrecken als Männer. Ach, und jetzt wissen, dass der Score. Hallo? Ist das? Ja. Oh, okay. Habe ich nicht aufgepasst. Deswegen muss man schlafen. Ich hoffe, der Knopf hat. Oh, wir können nicht schlafen, weil Monster da sind. Warte, Difficulty 0. Ha! Jetzt können wir schlafen. So. Jetzt mache ich ihn noch wieder auf 1. So. Wunderbar. Ich esse ein Steak. Frühstücken ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. So. Besonders so ein Steak zum Frühstück. Ja. Ja gut, ich hab schon geschafft, bei Burger King zu frühstücken. Oh nein, es geht los. Was denn? Ist bisschen Rumgehüpfe hier und die TNT-Blöcke, die da runterfallen. Juhu. Cool. Noch lebe ich. Da ist eine Kiste. Get it. Was drin? Letzte Notiz. Und sonst nichts Wichtiges. Okay, ich lese sie. Notiz 25.12. Meine Kräfte schwinden. Es dauert nicht mehr lange. Ich überlasse mein letztes Hab und Gut dem Nächsten, der es vielleicht besser nutzen kann. Bau dir was Schönes. Der einsame Wanderer. Da drinnen sind ein paar Blöcke, Strings, Sticks und Knochen. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Nimm alles mit. Vielleicht brauchen wir das echt noch. Ich bin ein bisschen suboptimal gelandet. Möchte ich mal anmerken. Ich komme nicht, richtig, nicht, ich komme nicht mehr zu dir. Ich auch. Bin ein bisschen suboptimal gelandet. Ja, du hast deine Items behalten. Ja. Ja gut, ich... Blabber. Ui, wo bin ich denn gespawnt? I feel burn, like the sun. So. Ich bin bei meinem Betten gespawnt. Ich bin irgendwie nicht da gespawnt, wo ich sollte. Dann mach TP, Delay LP, Zombie. Dann warte ich hier kurz, während du das eintippst. Du bist 10 Meter vor mir. Ich TP mich jetzt, hi. Okay. Ach so. Aber die Tür da hinten, hä? Ach, ich frag nicht. Wir gehen einfach weiter. Frag einfach gar nicht, kletter einfach. Ja. So, wir wollen da lang. Da lang. Haha. So, jetzt ist der Delay dran. Oh mein Gott. Diesen Sprung. Soll ich den schaffen? Ja. Uah, ich bin so gut. King Delay. Ja. Jump'n'Run Master. Delay. So. Hier ist bestimmt was drin. Wo denn? Da, wo man nicht reingucken kann. Ja, ich sehe nur schwarz. Das kann auch einfach dunkel sein. Halt, bleib mal stehen, ich lese es erst. Okay. Einige Tage später. Ich hab Hunger. Achso, du bist wahrscheinlich das andere, wo das steht. Ich doch auch. Wo führt dieser Gang nur hin? Und was ist mit den Kreaturen? Wir haben sie noch nicht gesehen. Einige Tage später, wir sind erst 5 Meter weiter geklettert, aber gut. Wir brauchen halt länger, weil ich wir immer gefallen bin. Wir brauchen ein paar Tage für die Sprünge. So, und hier ist... Und von enttäuscht, dass wir die Kreaturen noch nicht gesehen haben. Sonst Pac-Man, wir hätten sie nicht angreifen müssen. Nein! Ups, 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 ups. Kill him. Oh. Jetzt drücken die bestimmt auch nochmal die Druckplatte und dann wird wieder der ganze Chat voll gespammt. Ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen, ich Vollidiot. Als ich eben gespawnt bin. Achso. Irgendwie habe ich es heute mit in falsche Richtung laufen und schwimmen. Ich spamme hier ein bisschen den Chat zu. Die Pegelmen sind tot. Okay. Und ich habe es wieder geschafft. Oh mein Gott. Oh, ein Eisenschwert. Und eine Axt der Zwergen. Ah, jetzt kriegen wir mal wenigstens Waffen. So, dann nehme ich den Eisenharnisch. Welche Waffe nimmst du? Wer? Du nehmen?
Okay, dann nehme ich die Axt der Zwergen und du kannst die Stelle an der Brustplatte kannst du auch haben. Ist Isildur nicht aus Herr der Ringe? Bestimmt. So, und zwei Bücher. Notiz und UW. Ich lese es unnütz zu wissen. Okay. Wer fängt an? Okay, ich fange an. Notiz. Nun sitze ich schon seit Jahren hier fest. Ich habe schon einige uralte Artefakte gefunden. Die Herkunft dieser Wesen ist eine andere, als wir sie kennen. Sie sind nicht von unserer Welt. Folgt dem Gang. Ihr werdet finden, was ihr sucht. Nun muss auch ich gehen. Fremder, sie kommen. Meint er die Pikmin? Ich glaube schon. Die kommen aus dem Nether. Noob. Kennt sich nicht mal mit Minecraft aus. Ha. In Kalifornien ist es gesetzlich verboten, einen Schmetterling zu töten oder mit dem Tode zu bedrohen. Schnell, Schmetterling! Nein, wir bedrohen ihn nur. Achso. Damit er uns sagt, was er weiß. Ich habe ja noch eine Kettenhose. Cool. Warum sind da Druckplatten? Damit die Redstone-Lampen darin ausgehen. Weil das cool aussieht. Oh. So, recht simpel Aua. Oh Gott. Den schaffe ich nicht. Go, Delay. Okay, schaffe ihn. Go, Delay. Und jetzt? Wie soll das gehen? Ja, rennen und tipp. Aha. Also. Und jetzt? Bist du schon wieder da? Ich bin unten. Ah, aber da gibt's was? Okay. Ja, nur zu wissen. Das ist aber scheiße, dass man das nicht schaffen muss, um sowas zu bekommen. Das erwähne ich aber gerne oft und wieder, gerne, immer wieder mal. Ein Glas Cola enthielt bis 1903 etwa 8,45 Milligramm Kokain. Die wollten uns alle abhängig machen. Ja, haben sie auch geschafft. Auch ohne Cola. Sind natürlich alles Drogenkinder. So, Druckplatte. Wir haben sie gleichzeitig gedrückt. Ah. Haha. Ich wurde teleportiert. Okay, tschüss. So, mal den Gang weiter lang. Einige Tage später. Ich glaube, wir sollten teleportiert werden. Also, beide. Irgendwie zwei Richtungen. Das ist die falsche Richtung. Okay. Dann kommen wir hier rüber. Ah, okay. Einige Tage später. Achso, mehr steht da nicht. Gut. Ja. Ah, das war quasi ein Timesprung. Warum hat sich der Mann jetzt umgebracht? Wir wollten ihm doch nur sagen, dass es Essen gibt. Tja, das sollen wir wahrscheinlich jetzt herausfinden. Story 2. Ah ja, Tatsache. Ja, wegen den Pikmin wahrscheinlich. Okay, ich muss dir gleich das Buch zuwerfen. Das ist Text für uns beide. Was ist das für ein seltsamer Strahl? Hat der was mit den Kreaturen zu tun? So, jetzt bist du dran. Dauert gar nicht lange. Lass es uns herausfinden. Wir müssen nach oben. Okay, war es ja schon. Ich will schlafen. So. Ja. Was ist mit sexy Nachtknopf? Ist immer cool. Muss man nicht selber immer Nacht cheaten. Sexy. Okay. Wir folgen dem Strahl. Warum fliegen hier Blöcke, würde ich mich eher fragen. Nein. Es ist in Steinbrüchen so. So. Das ist da normal, dass da ein paar Blöcke einfach mal rumfliegen. Hä? Ja. Wo soll ich? Ach so. Dann bin ich mal gespannt, ob der Delay hier hochkommt. Ja, Leiter. Das sieht schon mal nicht gut aus. Ich lebe noch. Also, ja. Nein. Ich schaue in das Licht. Und? Wie ist die Aussicht da oben? Schön. Ich schaue gerade ins Licht so ein bisschen so. Bin ich eigentlich schon fertig? Ja, ich bin eigentlich schon fertig. Zombie ist erleuchtet. Ich warte mal hier, um dir ein paar Tipps zu geben. Bist du den Leitern? Habe ich es ja schon geschafft. Ach, das wäre jetzt doof, jetzt in Game Mode zu gehen. Weil kein Essentials drauf ist. Gerade Vanilla-Server. Da hatte ich auch mal ein Adventure Map, da hat einer alles dann auf den Server geschoben, was nicht funktioniert hat. Oh Mann! Jetzt was muss ich denn da machen? Ich duck mich du da musst drauf. Nur dran, du musst dich nicht ducken, du musst einfach nur dran springen und hochklettern. Okay, einfach nur. Oder? Ja, klar, einfach nur dran springen. Okay. Obwohl ich auch nicht glaube, dass ich runterfalle, weil ich mich ducke. So. Da hüpft er. Da hüpft er nochmal. Da hüpft er wieder episch. Und jetzt springt er an die Leiter. Wow, das ist sogar einfacher. Du musst jetzt geduckt hier an die Ecke gehen. Einfach geduckt bis ans letzten Winkel und dann nach vorne hüpfen, dass du hier auf die Leiter drauf kommst. Mhm. Ja, genau. Okay. Ich sehe gerade nichts. Wo muss ich hin? Da in meine Richtung und da hochhüpfen.
von der Leiter aus. Aber ich muss gedrückt bleiben, sonst fahre ich da runter, oder? Nein, du musst nicht gedrückt bleiben. Du stehst auf der Leiter oben drauf. Ich bin drauf, hui. Genau, jetzt musst du nur noch an der Leiter hüpfen und solltest fertig sein. Sehr schön. Sogar vor mir. Genau, wir schneiden das raus, wo du oben warst. Das Netherportal. Okay. Das ist mal interessant. Wir sind gerade in so einem Wüstentempel, ne? Hm? Der hat einen Wüstentempel in seine Map eingebaut, interessant. Sieht man auch selten. Egal, ich gehe einfach in die Nether. Wird schon nichts passieren. War da, gab's hier nicht noch eine Truhe oder so? Okay, ich folge dir einfach. Keine Ahnung, ich bin im Nether. Weg Spieler 2, Weg Zombie. Oh. Okay, Spieler 2. Ja. Du hast keinen eigenen Namen verdient. Okay, ich. Jetzt macht auch die Aufnahme bei mir mehr Sinn. Hallo, ich bin über dir. Hä, was? Du bist über mir? Ja. Bisschen weit über mir, ja. Und hier ist ein Knopf. Ach so. Hier steht nicht laut lesen. Ach echt? Ich hatte gerade sowas ähnliches. Ach. Hier will uns wohl jemand gegeneinander aufhetzen. Ach was, wie kommst du denn darauf? Ich werde den Knopf einfach ignorieren. Wir sind doch nett, oder? Ja, eigentlich schon. Öffne den Weg für deinen Kameraden. Huch, bin ich schon so weit vor dir? Ja, sofort. Bin gleich aber jetzt auch schon da. Du bist da über mir gewesen. Okay. Bin durch. Und hier ist ein Checkpoint. Hi. Story 3 und ein Pumpkin. Okay. Ich lese Story 3. Mhm. Ah, Pumpkin, ich sehe schon. Ja, ich sehe auch schon. Ach Gott, jetzt müssen wir das Buch oft hin und her werfen. Ja. Das muss es sein, der Anführer der Kreaturen. Ich bastle ihn mal zusammen, während du das weiterliest. Okay. Wir werden den Kampf antreten müssen. Er versperrt versperrt den Weg. Warte. Da. So bescheuert. So sei es, lass uns die Tat vollbringen. Wie so ganz schlechte Schauspieler. Du sagst es, du hast mein Schwert. Hab ich? Okay. Ja, das war sinnbildlich. Ja, sollen wir den jetzt töten? Ja, aber, können wir gerne, aber... Das wäre den Weg. Also, ich hätte eine Frage, warum bei mir stand, du kannst gleich deinen Mitspieler ein wenig ärgern. Das stand bei mir auch. Da stand irgendwas, ich kann bei dir einen Block einfahren, um dich zu trollen. Und bei mir stand nur, du kannst gleich deinen Mitstreiter etwas ärgern. Aber es war nichts. Okay. Keine Ahnung, wir hätten einfach drücken sollen. Dann wären wir beide gestürzt. Flieg, Golem, flieg, wie du noch nie geflogen bist. Du bist ein Vogel, ein süßer Vogel. Ein hübscher Vogel. Und wir müssen von den Druckplatten runter. Dann geht die Tür auf. Oh. Tada. Ach, so versperrt er den Weg. Das ist ja voll clever. Du musst auf die Druckplatte nochmal treten. Ich bin schon da. Okay, ich sehe dich nur nicht. Okay, ich stehe vor dir. Ah, da bist du. Jetzt sehe ich dich, jetzt stehst du in mir. Ja. Und wir sind... Ja. Ich würde... Ja. Bist du in einem Haus? Ja. Okay, ich auch. Ich leg mich gleich mal schlafen. Ich auch. Geht nicht. Ah, jetzt. So. Jetzt sind wir wieder in der Stadt oben, wo wir vorhin schon mal gepennt haben. Ja. Haus okay, der alten Dame. Die rennt gleich mal in ihr Haus. Okay. Alte okay. Dame. Alte Frau. Hallo ihr beiden. Ist das das Richtige? Ja. Fang einfach. Hallo ihr beiden. Ihr seid gestern nach irgendwie... Nach... Die Villager laufen über die Druckplatten. Ihr seid gestern nach dem Rauchen unseres Pfeifenkrauts. Nein, Krauts, ja. Umgefallen wahrscheinlich. Umgefallen. Ja, das war ganz schön hartes Zeug. Wir hatten wirre Träume. Danke für den netten Abend. Ihr könnt unser Boot benutzen und heimkehren. Ihr habt es geschafft. Keine Ahnung. Warum heißt sie einmal alte Frau und jetzt dann alte Dame und warum rennen die ganzen Villager immer wieder über die Druckplatten? Und wir sollten sie alle töten. Warum steht hier das Ende und warum ist da TNT und Score? Score? Ich lese das Ende mal auch. Okay, so. Wir haben noch zweimal UW. Okay, aber ich lese erst das Ende. So, da ist sie auch schon vorbei, die Map. Vielen Dank für das Spielen. Wir hoffen, sie hat dir und deinem Mitspieler gefallen. In dem Haus der alten Dame findest du einen Teleport zur Anfangsstadt. Dann könnt ihr euch alles noch einmal in Ruhe ansehen. Wir hoffen, es hat alles so funktioniert, wie es soll. XX Killers, XX und Leipack LP. Ja. Lachst du über seinen Namen?
Nein. Okay, ich hoffe es. Ich nehme mich schon. Soll ich noch unnützes Wissen vorlesen? Ja, tu das. Achso, das sind genau die gleichen, die hatten wir schon. Und das andere? Maximaler Score waren 11 Bücher. Ja. Okay. Keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. 1386 wurde in England ein Schwein zum Tode durch den Strick verurteilt und auch umgebracht, weil es ein Kind getötet hatte. Okay. Okay. Die Mine ist wegen Überflutungen geschlossen. Na gut. So. Die alte Dame wurde zur alten Frau. Ja, das war der die Wendung in der Story. Die alte Dame war gar keine alte Dame. Sie war eine alte Frau. Oh mein Gott. Der Wendepunkt überhaupt. Okay. Das Dorf hat übrigens keinen Ausgang mehr. Das ist die nächste Wendung. Sie sagt, wir können gehen, dabei können wir gar nicht gehen. Dam, 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 die Geschichte ist noch gar nicht vorbei. Hier unten ist ein Villager gefangen. Wo bist denn du überhaupt? Hier oben, hier. Freiheit, unser Boot ist weg. Ja, unser Boot ist weg. Ja, wir sollen ja auch ihr Boot benutzen, was auch nicht da ist. Okay, gut, dann haben wir verloren. Ja, so an sich, die Story war ein bisschen verwirrend. Aber war eine gute Idee mit dem Traum irgendwie nach wo. Ja, doch. Wegen dem Rauchen. Und, ja. Das war, klar, das war okay. Aber was halt komisch war, geh in die Mine und sag dem Mann Bescheid, dass das Essen fertig ist und dann springt er selber in Lava. Ja gut, weil es ein Traum war, aber... Ja, okay. Kann man dann auch wieder so... Also, so macht es keinen Sinn, dass er sich umbringt, weil da irgendwo in der Mine irgendwelche Monster sind. Ja, eben. Leben kriegt ihr mich nie, ihr Schweine. Das hat er gesagt, ne? Irgendwie so. Ihr Schweine, aha. Aha, einer. Sind. Oho. Ja, aber doch ganz nett. Ja. Das mit dem Trolling war nicht unbedingt nötig, aber... Ja, manche Spieler haben ja ihren Spaß daran, sich gegenseitig immer irgendwo runterzuschubsen. Besonders Kedos kriegt immer solche Maps mit mir. Okay. Kann mich immer überall runterschmeißen und sich freuen. Aber gut, Das war's dann mit der Map. Schaut das Ganze auch 5-mal beim Delay an, mindestens. Willst du nicht noch eine Note geben oder so? Was? Noten? Mhm. Ha! Okay, könnte ich vielleicht machen. Dafür habe ich vielleicht das ganze TNT in meinem Inventar. Ja. Hast du es jetzt echt vergessen einfach? Vielleicht. Okay, hat er nicht. Das war ein... Auf YouTube darf man keine Noten geben. Nein. Okay, es steht in den... Welche Note würdest du denn geben? Hier, bau sie aus TNT. Ja, Gott. Diese Verantwortung. Okay. Wir teilen das auf. Jeder gibt eine Note. Pass auf, du kriegst ja auch noch was. Ich habe 3 Stacks. Okay. Ich brauche... So. Ich gebe dieser Map, ich habe ja jetzt keine tollen Kriterien wie du, aber ich würde sagen, diese Map, ich habe keinen Creative Modus, kann ich hochfliegen? Du kannst es ihnen dir geben. / Game Mode, da muss ich ja LP tippen. 1. Oh, nee, Game Mode 1, Delay LP. Delay LP, so, jetzt. Willkommen. Danke. Willkommen im Club. Ich würde dir ein B geben. Ach so, ich dachte schon, du baust ein D. Ein F. Mein Gott, ist das ein hohes B. Hohes T kenne ich nur, hahaha. Ja, ein B. Ist das ein B? Das ist ein B, okay. Ja, das ist ein B, keine Angst. Ja, ich denke, ein B ist gut. War jetzt nicht besonders Innovatives dabei, aber war... Die Aufgaben waren für mich zumindest gut, weil sie nicht so schwer waren. Ja, und die Story, haben wir schon gesagt, ein bisschen verwirrend, aber man hat sich schon Mühe gegeben, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ich glaube, ich stimme dir recht zu mit dem B, weil es waren an sich ganz gute Aufgaben, aber das Rüstungsbalancing war total überflüssig, weil irgendwie kamen kaum Gegner und einmal kamen Gegner und da hatten wir so gut wie keine Rüstung und einen Stock, um die zu töten. Und danach haben wir dann Waffen bekommen, wo wir sie dann nie wieder auf der Map gebraucht haben. Gegen den Stein, Eisengolem. Ja, wow, den hätte ich auch mit der Faust totschlagen können, das dauert dann nur länger, aber der wehrt sich ja nicht mal. Der Anführer der Schweinemenschen, Herr Eisengolem. Ja, das war halt ein bisschen doof, aber ansonsten stimme ich die Lehre einfach mal mit seinem B zu, weil ich zu faul bin, eine Note zu bauen. Aber ich baue einfach doch selber ein eigenes B, weil ich Delays B so unendlich hässlich finde. Da, so sieht ein richtiges B aus, ein Feld kleiner. Und okay.
Und die untere Hälfte ist größer. Ja, das ist ein echtes B. Das sieht schön aus. Echtes B. Ich hab rumgetrunken. Ich hab schon wieder Pfeifenkraut geraucht. Du hast alle Tiere getötet. Nein, ein Schaf lebt noch. Es wird jetzt benutzt, um alle anderen wieder zu beleben. Oder auch nicht. Da, hier ist der Schafi. Ich habe übrigens gerade auch, um es mal nebenbei zu zeigen. Die Leber ist wahrscheinlich gar nicht sehen. Voll der krasse Mord. Was? Ich brauche eine dunkle Höhle. Hast du mal so eine dunkle Höhle eben zur Hand? Gerade nicht. Ja, der Turm ist halt weggesprengt. Das ist auch nicht dunkel. Warum ist hier eine Druckplatte? Ich brauche einen dunklen Ort. Nein. Dann grab dich runter. Tue ich gerade. So. Now it's dunkel, now it's hell. Ja, Fackel in der Hand ist gleich Licht. Sonnenmord habe ich drin. Okay. Wollte ich nur gezeigt haben. Okay. Warum auch immer. Jetzt hört auf, über diese Druckplatte zu laufen. Es werden aus. Es werden irgendwie immer mehr Villager, kommt mir seid so vor. Seid brav. Die vermehren sich, wir müssen sie vermehren. Geht weg, böse Villager. Peng. Okay. Ich glaube, wir haben es unterbunden. Einer lebt noch, aber der kann allein nichts machen. Oh, da hinten ist noch einer. Es leben noch 4 Stück oder so. Fünf. Einer. Ist fast dieselbe Anzahl. Ja. So. Wunderbar. Gut, dann war's das mit der Map. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Adventure Your Minecraft! Oder so. Ne? Ja. Vielleicht nicht mit so heller Stimme. Ohne Delay, weil der Kacke ist, den mag keiner. Tschüss.